Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Construction Simulator. Es hat sich ein bisschen was zwischen den Folgen getan. Ich habe einfach mal schnell die Gunst der Stunde genutzt, hier die zwei Löcher schnell auszuheben. Und ging easy peasy, ne? Drei Schaufeln pro Loch, dann war das fertig. Und habt ihr gesehen, schnell zur Seite gestellt. Jetzt müssen wir die Jungpflanzen holen, und zwar unsere Jungbäume. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren direkt los. Wir machen aber nochmal, wichtig, es ist mittlerweile dunkel geworden, ne? Wir machen nochmal das Licht an. Das Licht auf jeden Fall, das schadet nicht. Und was mir eben noch zwischen den Folgen quasi eingefallen ist, ich hatte ja gesagt, von wegen, wenn man Leute nämlich rammt, beziehungsweise über rote Ampeln fährt und sonst was. War soweit korrekt. Ich glaube, ich habe nicht erzählt und nicht erwähnt. Das fand ich auch ganz, ganz spannend. Wuppala. Wenn man zu schnell fährt, ne? Hallo, da war ein Vorfahrtsschild. Geschwindigkeitsüberschreitungen werden auch geahndet. Das war auch nochmal ganz, ganz spannend. Oder könnte nochmal ganz spannend sein, gerade weil, wenn man an den alten Teil denkt. War ja schon so das eine oder andere mal ein bisschen flotter unterwegs. Von daher müssen wir da auf jeden Fall gucken. So, Handbuch jetzt so die wichtigste Verkaufsstelle. Okay. Ich würde sagen, nichts Neues. Alles, was wir bisher kennen. So. Wir brauchen Jungpflanzen. So, Filter keiner. Job. Alter, geil. Man kann auch direkt Job. So, wir brauchen zwei Stück. Zack. Auch sehr schön steht jetzt hier oben, wie viel man braucht. Und jetzt steht hier unten zurück, da Summe. Warte, Kasse, an der Kasse kannst du Baumaterialien liefern oder sie automatisch auf die... Ah, geil. Kannst du Waren gegen... Außerdem kannst du die Waren gegen eine Liefergebühr direkt auf die Baustelle liefern lassen. Das ist schon geil, oder? Das ist cool. Also das ist schon cool. 240 Euro Lieferkosten. Finde ich schon fast happig. Aber es ist okay. Ne? Man spart sich ein bisschen Zeit. Also liefern an Hof, automatisches Beladen, keine Lieferkosten. Ich hoffe, er liefert das jetzt direkt auf unser Auto. Wenn ich das jetzt den Hof... Ah genau, das ist deren Hof. Okay, verstanden. Ein bisschen verwirren, Lieferung an Hof, denke ich immer an unseren Hof, aber guck mal, jetzt haben wir die zwei Bäumchen hier hinten drauf, das ist schon mal cool. Gut, Wenderadius ist ein bisschen zu groß. Müssen wir nochmal nachsteuern. Oh, das schaffen wir jetzt aber. Jo, wow. Bisschen zu flott im Anzug gewesen. Fahren wir mal hier ein bisschen sachte hinterher, ne? Wir wollen hier mal ein bisschen vernünftig fahren. Da oben. Ich muss nach da oben, ja. Danke, dass du hier sagst, ich bin angekommen. Entschuldigen Sie, Herr, ich weiß gar nicht, was du darstellen sollst. Ich hätte zuerst gesagt ein Porsche, aber die Lichter passen, glaube ich, nicht. Herr Sportwagenfahrer. Nennen wir ihn Sportwagenfahrer. Ah, siehst du, nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt hier. Gucke mal, Shift links zu... Ja, aber zurückgeben tun wir ihn ja später, ne? Zurückgeben tun wir, wenn wir fertig sind. Damit wir sicher sind, dass wir sie nicht nochmal brauchen. Aber das haben wir gerade gelernt, ne? Mit 3 können wir Sachen zurückgeben. Oder in unser Fahrzeugmenü gehen. Vielleicht ist es auch noch eine Aufgabe, die wir machen müssen. Wir wollen nicht vorgreifen. Nicht, dass wir jetzt hier die Mission verbuggen. Ja, Entschuldigung. Ah, nein. F. Ich muss mir die Tasten umbelegen. F und G liegen deutlich zu nah aneinander. Viel zu sehr aneinander. So. Aber dann ist der Prolog, finde ich, doch schon ganz schön lang. Ne? Jetzt mal kurz unter uns Pastorentüchtern. Dass man erst so quasi diese komplette erste Kampagne durchspielen muss, bis man im Multiplayer da. Dauert schon so seine Zeit, ne? Die ersten Missionen hätten mir persönlich gereicht. Aber okay. Also ganz ehrlich,
Ja, man hilft nicht, es ist so wie es ist. Der Programmierer bzw. der Publisher wird sich was die gedacht haben. Und das Thema ist ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Missionen wir zeitgleich machen können. Ne? Also, selbst wenn wir jetzt im Multiplayer sein dürften, aber nur eine Mission annehmen dürfen, ne? Es wäre natürlich dann auch für die Jungs und für mich ein bisschen ungünstig. Ich hoffe, man darf schon ein bisschen flotter arbeiten. So, um die Ziele der Ausbau. Willst du dir die Ziele jetzt ansehen? Jo, würde ich gerne. Baumaschinen. Nee, Filmgelände, da, kaufen. Freigeschaltet. Das haben wir freigeschaltet. Cool. Okay, wir können Kredit in Höhe von 250.000 Euro bei der Bank scheinbar bekommen. Können aber drei Baumaschinen und wir brauchen drei Baumaschinen. Das ist natürlich jetzt eine coole Sache, ne? Wenn wir jetzt noch Geld von der Bank bekommen würden. Hä? Ich habe doch zurücksetzen gesagt. Das funktioniert manchmal noch nicht, ne? Oder ich habe das Gefühl, dass es noch nicht funktioniert. Wenn wir jetzt aber noch einen Kredit bekommen würden, dann könnten wir uns auf jeden Fall ganz entspannt noch eine Baumaschine leisten, ne? Aber ist die Frage, braucht man einen Kredit von der Bank dafür? Oder machen wir einfach noch eine Mission mehr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auftrag abgeschlossen. Jo, der Park steht, würde ich sagen. Die Erdbauweite, okay, eine neue Baumaschine bekommst du diese beim Land. Fahrzeughandel. Okay, ja, cool, danke dafür, Harpe. Nein. Wir müssen 3 drücken. Und jetzt Shift. Linksklick. So. Perfekt. Die bringen wir zum Firmengelände mal. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann müssen wir gleich mal gucken, was wir sonst noch an Missionen haben. Das machen wir sofort. Und zwar Drops Kampagne. Nee, Kampagne war das falsche. Oh, aktive Drops. Warte, jetzt müssen wir mal ganz kurz. Yep. Okay, wir müssen einen Polier freischalten für den zweiten auf jeden Fall. Na gut, okay, gucken wir mal. Kleiner Auftrag. 15.000 ist jetzt nicht so viel, ne? Was brauchen wir denn hier? Maschine mieten. Oh! Das ist ganz cool. Baumaschine bewegen, parken, Baumaschine mieten. Asphaltkipper brauchen wir. Nochmal den. Ja gut, würde ich sagen, das klingt nach einem guten Plan, ne? Auftrag nehmen wir einfach mal an. Und brauchen einen Asphaltierer. Vorher machen wir aber folgendes. Wir gehen noch ganz kurz. 66%? Tank oder Heile? Weiß ich gerade nicht, was er meint. Weil wir den jetzt nicht brauchen, bringen wir den erstmal nach Hause. Dann wissen wir sicher, wo er ist, ne? Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Idee. Hast du denn hier in die Baugrube? Jo, okay. Das ist die Baugrube. Wir können auch von hier betreten. Geil, okay. Das heißt, wir brauchen ein Asphalt hier. Zumsel. Warte. So, Schwarzdeckenfertiger. Spannender Name. Die kennt man, glaube ich, ne? Habe ich schon ein paar Mal gesehen, so diese Farbkombination. Vögel, ne? Ich bin ja tatsächlich lieber auf einen von denen, ne? Der sieht ein bisschen mau aus. Warum kostet der das gleiche? Der hat kein Dach, der schon. Also irgendwie. Komm, wir nehmen den günstigen. Wir wollen Geld verdienen. Das heißt, wir nehmen den günstigen. Wir nehmen auf jeden Fall perfekter Zustand. Okay, wir nehmen den günstigeren. Spart uns einfach ein paar Mark.
Und was kostet das denn, wenn ich den zur Baustelle schnell hinreise? Ich vermute, das Ding schafft auch wieder nur 3 km/h. Ja. War eine gute Idee. Schafft auch nicht wirklich viel. So, Baumaschine parken. Ach, danke, ich kann hier nicht mehr fahren. Gut. Asphalttransporter. Karte. Betreten. Die Sortierung könnte man noch ein bisschen besser machen, finde ich persönlich. Aber okay. Das ist jetzt nicht so weiter schlimm. Habe ich den Asphalttransporter gerade übersehen? Kippe. Ach so, der wird unter Kipper geführt. Okay. Das ist dann hier. Okay. Muldenkipper, Muldenkipper, Mulden. Den oder der? Komm, wir nehmen den hier, würde ich sagen. Ne? Mal gucken. Na, kosten das Gleiche. Ich würde aber sagen, wir sind eher hier zu Hause und mieten den einfach direkt. Steigen auch nochmal ein. Also ich weiß, ich mache das jetzt alles relativ zügig mit ein bisschen von hier nach da gehopst. Liegt einfach daran, ich würde euch, also möchte euch unbedingt mitnehmen, diesen Prolog quasi, wie was ich schon am Anfang sagte, ne, dass wir die Reise gemeinsam beginnen und nicht plötzlich irgendwo starten. Aber ich will es halt auch nicht unendlich lang ziehen mit 300 Mal durch die Gegend gelaufen und Hey, ich stand doch! Das hat mich 100 € gekostet. Okay, danke für nichts. Also nicht 100 Mal hier von A nach B fahren und dann irgendwas zu mieten und sonst was. Ich glaube, das wird dann einfach ewig, 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 ewig lang. Und das soll es nicht sein. Von daher machen wir das erstmal so. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Also wenn ihr das lieber gerne hättet, dass, ne, ich jeden Weg laufe oder fahre oder wie auch immer, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Dann gucken wir, dass wir das einrichten können. Wie gesagt, für mich gerade erstmal das Ziel, mit den Jungs aufnehmen zu können. Ich hoffe, die haben auch schon vorgespielt. Von einem weiß ich, dass das auf jeden Fall machen wollte. Von den anderen weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, die haben noch nicht vorgespielt. Wir müssen also mal gucken, whoopala, wie die erste Runde verläuft. Vielleicht sind wir auch erstmal nur zu zweit und nicht direkt zu viert oder so. Das kriegen wir aber alles raus. Und ich glaube, solange wir den zweiten Polier noch nicht haben, ist das auch alles relativ entspannt. Von daher gucken wir einfach. Uns hetzt ja keiner. Oh, sorry, ich wollte noch mal schnell das Licht anmachen. Hallo, 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 ich habe LKW, großer LKW. Großer LKW, Aua machen. Okay, was ist das denn hier? Das sieht aus wie ein Sägewerk. Und da ist noch eine Tankstelle. Man sollte nicht nur gucken in der Gegend, sondern auch lenken, ne? Das macht manchmal mehr Sinn. Genau, okay, Tankstelle. Das sieht nach einem Sägewerk aus. Müssen wir jetzt aber gerade nicht hin. Und daher lassen wir das auch mal. Mich würde mal ganz kurz interessieren. Ah, wir sind jetzt. Wir fahren ganz komisch. Sind wir dran vorbeigefahren? Nee. Wir müssen nach da und er schickt uns. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir dürften doch auch hier runterfahren. Bin ich Ihnen jetzt gerade so verwirrt, weil ich einmal die Karte geöffnet habe? Komm, gib Gas. Kommt keiner, habe ich gesehen. Okay, man darf überholen. Ist keine durchgezogene Linie, ne? Also die Streckenführung war gerade ein bisschen kurios, aber okay. Ach, wir sind wieder tatsächlich
genau hier hinten beim Kieswerk gibt es scheinbar auch das Asphaltsilo. Ja, cool. Ja, cool. Er sagt da. Achso, ne, wir dürfen zu beiden. Okay. So, Entnahme. Wäre ja jetzt noch prima, wenn man wüsste, wie viel man lädt. Würfeln. Wir haben ihn jetzt wirklich komplett befüllt. Für 13.000 Euro. Alter Falter. Ich hoffe, wir kriegen das wieder raus. Schon eine Summe, ne? So ein bisschen Asphalt für so einen 3 Meter da. Oh, plötzlich waren die Fahnen da. Mehlert ein bisschen unseren Gewinn, würde ich sagen. Weil da stand erwarteter Gewinn, ne? Sind da die Ausgaben dann schon mit einkalkuliert? Das wäre schon krass, ne? 100.000 Euro nur zu verdienen, wenn man das ein bisschen hier gemacht hat. Ich weiß es nicht. Wir machen das wie beim ersten Mal. Wir fahren jetzt hier einfach gleich durch die doppelt durchgezogene Linie. Das gibt keine Strafpunkte. Das ist ganz gut. Sparen wir uns aber die paar Meter einfach. Wie gesagt, ich glaube, da hinten müssen wir eh noch nicht hin zu dem Fragezeichen. Die ganzen Fragezeichen, die erkunden wir irgendwann mal. Entweder im Laufe der Missionen oder wenn wir meinen, das könnten wir auch machen, das bin ich mir gerade nicht sicher. Wir haben ja gesehen, wir können dieses Coupé haben wir ja bekommen, ne, als Vorbestellerbonus. Vielleicht mieten wir uns einfach mal das Coupé und sagen, Kasala, gib ihm. Düsen wir damit mal durch die Gegend und erkunden die Fragezeichen. Könnte auch cool sein, dieses Coupé. Gab es ja im Alten nicht irgendwie so ein Standardauto, da gab es so, dass das Auto hier... diese Baustellen, Begleitfahrzeug zum Beispiel, ne, was so mir spontan einfällt, als so das einzige normale Fahrzeug. Ich gerade keins vergessen habe. Jetzt haben wir hier wenigstens noch so ein Coupé. Das ist schon. Ob man es braucht. Naja. Aber wenn man es hat, kann man es auch mal benutzen. Ich schon, ey. Wir werden mit 4 Coupés über die Karte heizen und uns irgendwelche Rennen liefern. Ich vermute, es wird so kommen. Sollte ich nicht eben hier abfahren? Mir war so. Er schickt mich doch schon wieder kurios. Ja. Oh. Ja, danke. War ich zu langsam? Also, hat er gedacht, ich bin an der Ausfahrt vorbei, oder? Was dachte er jetzt? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden gerade, dass er plötzlich umgewitscht hatte. Vielleicht liegt's an mir. Momentan sage ich noch, das Spiel ist doof, aber... Also nicht doof, sondern die Navigation, Routenführung könnte noch besser sein, aber... Vielleicht lag's auch an mir, dass ich ihm da nicht genug gefolgt bin und er dachte, ich möchte woanders lang. So, warte mal, ich hatte gesehen, man kann sogar jetzt hier noch... Ach so, alle Lichter ausschalten. Nee, okay, ich dachte gerade, man könnte sogar noch den Blinker setzen. Hier, das wäre ein bisschen krass, an der Ampel extra noch kurz ins Kontextmenü Blinker setzen, danach wieder den Blinker deaktivieren. Aber war nur der Warnblinker. So, ich finde immer noch 52 Cent für einen Liter Diesel. Hier würde ich auch gern tanken. Genau, das hammergeil Baustoffhandel. Der Name ist auch geil. So ähnlich wie Muxu geht nicht. So, jetzt ist die Sache. Bin ja, ne? Nicht vom Fach. Das ist wahrscheinlich der Aufnahmebehälter, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Würde zumindest Sinn ergeben. Micha, wenn du dieses Video jemals guckst, man möge mir verzeihen, ne? Oder du mögest mir verzeihen.
So, komm. Was ist das? Wir rollen noch ein bisschen. Oh, verdammt, das war ein Stück zu weit. Ach, guck mal. Das geht. Das ist wirklich ja geil, die Funktion. Fährt er so automatisch aus. Ja, du kannst jetzt auch, warte. Geht so? Nee, geht nicht. Könntest du auch weggehen. Also da geht auf jeden Fall schon mal eine Menge rein. Er ist noch nicht voll. Also wir machen den jetzt erstmal voll, auch wenn Harpe sagt, ne, ist gut. Wir haben es eh dabei. Na, die Hälfte geht rein. Okay, krass. Wollen wir mal gucken, wie viel wir für die 3 Meter Fahrbahn dann tatsächlich auch benötigen. Stellen uns mal hier ein bisschen an die Seite. So. Licht können wir laufen lassen. Oder brennen. Dann steigen wir hier mal ein. Ein Kettenfahrzeug, muss ich dran denken. So. Jetzt drücken wir ganz kurz Nummer 1. So, und zwar Einbaurolle, bla bla bla. Ah, warte, wir fangen oben an. Auftrag Fischer Asphaltschichten in Straßenbau eingesetzt. Sie fahren auf Ketten und kommen zum Einsatz, nachdem die alte Asphaltschicht von der Kaltfräse abgetragen wurde. Mhm. Aufnahmebehälter haben wir gefüllt. Die Einbaubohne. Okay. Um damit breitere Asphaltdecken zu legen. Das ist geil. Das heißt, ich kann das hier auf einmal wahrscheinlich legen. So, vorwärts fahren. Okay, rückwärts fahren. Yep. Yep. Kontextmenü und die Bohlen ausfahren. Okay. Das ist ganz, ganz cool. Das kriegen wir hin. So. Jetzt stehen wir schon mal in Position, ne? Asphaltierer. Asphaltieren. Ausgeschaltet. Ach, wir hatten schon eingeschaltet, scheinbar. Nee. Warte, wir fahren erstmal nochmal rückwärts raus. Dafür sollten wir aus dem Kontextmenü. So. Jetzt. Keine Ahnung, ob es ausgeschaltet ist. Also eigentlich müsste es angeschaltet sein. Hab mich gerade angehoben? Nee. Dann machen wir es nochmal. Das sieht jetzt auch ein bisschen besser aus, ne? Na, guck mal. Dann machen wir das jetzt nochmal richtig. So. So müssen wir hoffentlich beides direkt alles erwischen. Er ist aber auch schnell im Asphaltieren, ne? Krass. Aber jetzt hat er doch schon wieder nicht mehr asphaltiert, oder? Schaltet der, wenn ich rückwärts fahre, automatisch den Asphaltierer aus? Schwierig. So, jetzt senkt er ihn. Jetzt fährt er auch nicht mehr so schnell. Ein guter Indikator. Jetzt hat er... Jetzt ist er... Hinweis, Asphaltierer ausgeschaltet. Ja, aber warum denn... Ich muss doch hier asphaltieren. Sei doch nicht so. Muss ich ihn jetzt...
Ach, ich durfte ihn wahrscheinlich erst anschalten, als sie schon in der Bude war, ne? So, das heißt, das können wir jetzt wieder. Ja, ich hole gleich die Fahrzeug, die Asphaltwalze. Wir steigen nur eben schnell aus. So. Betreten. Wir brauchen eine Asphaltwalze. Ja, das sind alles Erd. So, Schwarzdeckenfertigung. Da sind wir. Okay. Alles das Gleiche. Ich finde die hier ganz cool, oder? Womack? Wahrscheinlich Geschmackssache. Ich weiß nicht mehr, ob. Also. Sieht eher genauso aus wie alle anderen. Nur ich fand die Kabine am coolsten. Also irgendwie. Sah sie am rundesten aus. Gucken, wie schnell fährt denn diese Walze? Auch nur 8 km/h. Okay, komm, dann machen wir schnell Folgendes. Wir machen die Schnellreise zum Auftragsort. Weil wir sind auch schon wieder deutlich zu lange gefühlt unterwegs. Mit einer langen Folge. Wir gehen ins Kontextmenü, machen direkt den Verdichter ausgeschaltet. Ist wahrscheinlich schon wieder ausgeschaltet, weil ich zu weit weg bin, ne? Okay, komm, dann machen wir's. Ja, okay, jetzt geht's. Ah, sieht man auch an der Textur. Stimmt. Gut, dann machen wir kurz hier so. So. Bisschen unwendig, das gute Stück. Hab ich jetzt ausgeschaltet? Ne, ist an, ne? Warte, ich kann. Ja, passt. Kann ich auch rückwärts, weil. Yo. Guck dir das an. Ja, passt. Sehr gut. Baustelle räumen. Sprich mit Harpe. Harpe, war mir eine Ehre. Ich würde sagen, das läuft, dann können wir. Nein. Immer noch die falsche Taste. Können wir das gute. Hallo, ich hab doch. Ah, ich hab die Rechtsklick gemacht, nicht Linksklick. Das können wir zurückgeben. Das können wir zurückgeben. Das können wir zurückgeben. So. Wird gut verkauft. Wahrscheinlich haben wir tatsächlich noch ein bisschen Geld bekommen für die. Für die Asphaltiermaschine, oder beziehungsweise für den Asphalt, der noch drin war. Gut, seid drum. Liebe Leute, ich würde sagen, für den Moment war es das. Vielen Dank fürs dabei sein. Jetzt fehlen uns nur noch 12.000 Euro, also vielleicht den Mini-Auftrag, bis wir uns das Firmengelände. Nee, warte, wir brauchen 3 Aufträge. Egal, wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.